Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 8. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und von Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Programm Starke Heimat Hessen, Drucksache Nummer 20/784. Zur Einbringung darf ich das Wort erteilen dem Kollegen Michael Reul, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN legen Ihnen heute den Entwurf eines Gesetzes zum Programm Starke Heimat Hessen vor. Damit ist dieser Name sehr bewusst gewählt und durchaus auch berechtigt, wie ich in den kommenden Ausführungen Ihnen gleich erläutern werde. Es geht mit der sogenannten erhöhten Gewerbesteuerumlage, wurden die Kommunen in den westdeutschen Ländern an den Länderlasten aus der Neugestaltung des bundesstaatlichen Finanzausgleiches beteiligt. Um dieses Thema geht es. Diese Regelung läuft aber Ende dieses Jahres aus. Sowohl im aktuellen Finanzplan wie auch im Finanzplanungserlass des Innenministeriums wurde für die Kommunen dargestellt, dass von einer Weiterführung der erhöhten Gewerbesteuerumlage auszugehen sei, um eine angemessene Einnahmenverteilung zwischen Landes- und Kommunalebene herzustellen. Wir stehen jedoch jetzt vor der Situation, dass es nicht zu einer Weiterführung auf der Bundesebene gekommen ist. Den hessischen Kommunen werden die Mittel der erhöhten Gewerbesteuerumlage daher, und ich betone, vollständig zukünftig überlassen werden. Und vollständig bedeutet auch vollständig. Das Geld fließt direkt in die Kommunen bzw. in Projekte, die den Kommunen und den dort lebenden Bürgerinnen und Bürgern vollständig zugutekommen, also für alle kommunalen Zwecke verausgabt werden können. 25% der ursprünglichen Umlage werden überhaupt nicht mehr erhoben und verbleiben damit direkt bei den Kommunen. Mit weiteren 25% wird die Schlüsselmasse des kommunalen Finanzausgleiches gestärkt, und die restlichen 50% bilden das Programm Starke Heimat und fließen in wichtige und zukunftsträchtige Projekte wie vor allem die Kinderbetreuung, die Digitalisierung oder in den öffentlichen Personennahverkehr. Wenn man von einem Umfang von geschätzt 425 Millionen € ausgeht, fließen davon also 50%, das sind deutlich über 200 Millionen €, entweder direkt oder über den kommunalen Finanzausgleich an die Städte und Gemeinden zurück, die frei entscheiden können, wie sie mit dem Geld umgehen wollen. Mit dem Großteil der weiteren gut 200 Millionen € wird die Kinderbetreuung gestärkt, eine originäre kommunale Aufgabe. Es ist also wahrlich nicht so, wie vereinzelt argumentiert wird, dass den Kommunen Geld weggenommen werden würde. Es wäre natürlich leicht gewesen, einfach überhaupt nichts zu tun und die Umlage auslaufen zu lassen. Profitiert dann hätten natürlich nur wenige gewerbesteuerstarke Kommunen. Für viele Kommunen mit einem geringen Gewerbesteuerertrag bliebe kaum etwas übrig. Und das Land Hessen ist bekannt als ein Land, das gestaltet. Und deshalb sind wir natürlich auch an dieser Stelle bemüht, dies zu tun. Insgesamt wissen Sie das, der Unterschied zwischen den gewerbesteuerstarken und gewerbesteuerschwachen Kommunen liegt eigentlich daran an der starken Spreizung des Gewerbesteueraufkommens. Insgesamt zwei Drittel der hessischen Kommunen liegen bei dem Pro-Kopf-Aufkommen unter 400 €. Die Regierungsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben jedoch das Wohl aller Kommunen in Hessen im Blick. Wir kümmern uns nicht nur um die Wohlhabenden, sondern auch um die Ärmeren. Wir haben nicht nur die Stadt im Blick, sondern auch, und das ganz besonders, den ländlichen Raum, nicht nur in Nordhessen, sondern auch in Mittelhessen, in Osthessen oder auch in Südhessen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, diese Aufteilung, wie wir sie vornehmen, nennt man solidarisch. Und wenn nun von Seiten der SPD kritisiert wird, dass wir hier eine sinnvolle Regelung gefunden haben aus unserer Sicht, die den KFA noch gerechter macht, frage ich mich, was wollen Sie eigentlich an dieser Stelle? Wollen Sie keine Gerechtigkeit und Solidarität? Herr Abg. Weiß hat im Ausschuss erwähnt,
dass das Gesetz unnötig sei. Man höre, unnötig sei. Wenn ich das richtig interpretiere, hätten wir also die Umlage einfach aus Ihrer Sicht auslaufen lassen sollen. Damit haben Sie aber wohl endgültig vergessen, wofür Sie eigentlich als SPD stehen oder standen, nämlich, dass Sie sich dafür einsetzen wollen, als Partei solidarisch mit den Kleinen, Ärmeren und auch Schwachen zu sein. Natürlich vergessen wir dabei auch nicht die wohlhabenden Kommunen, denen 25 % der Umlage direkt verbleiben und die natürlich auch von 50 % unseres Stärkungsprogramms davon profitieren. Dennoch, und das sage ich ausdrücklich, fordern wir als Land auch von den starken Kommunen eine gewisse Solidarität ein. Und ich bin sicher, dass die meisten dieser Kommunen dies auch so sehen und auch verstehen werden. Unabhängig davon werden alle Kommunen im Jahr 2020 mehr Geld haben als im Jahre 2019. Insgesamt sprechen wir dabei von zusätzlichen Mitteln, ich erwähne die freien und die zweckgebundenen, von rund 1 Milliarde € aus Bundesmitteln, aus der Heimatumlage sowie dem Aufwuchs des kommunalen Finanzausgleiches. Wir also stärken die Kommunen und damit unsere Heimat. Und deshalb haben wir den Namen für unser Gesetz auch genau richtig gewählt. Das Programm Starke Heimat Hessen fügt sich damit nahtlos in die Reihe der Stärkungsprogramme für unsere Kommunen ein. Ich erwähne den kommunalen Schutzschirm, KIP 1 und KIP 2, sowie die Hessenkasse mit der Kassenkreditentschuldung und dem zusätzlichen Investitionsprogramm und außerdem der neue bedarfsgerechte kommunale Finanzausgleich und jetzt unser Programm als Vorschlag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen für unsere starke Heimat in Hessen. Das sind Programme und Maßnahmen, die sich sehen lassen können und die positive Auswirkungen gezeigt haben und auch zukünftig zeigen werden. Dabei kombinieren wir sinnvoll Einzelmaßnahmen wie die Investitionsprogramme mit dauerhafter Unterstützung, wie unseren kommunalen Finanzausgleich und wichtige Entlastungen durch die Hessenkasse. Am Beispiel der Hessenkasse kann man sehr gut nachvollziehen, was wir insgesamt mit nachhaltigem Handeln verstehen. Auf den ersten Blick mag es vielleicht sogar wie eine Belastung aussehen, wenn die Kommunen dazu einen Eigenanteil leisten und erwirtschaften müssen. Dies wird gerne von Ihnen kritisiert. Hier lohnt sich jedoch der Blick nach vorne, denn mittel- und bzw. langfristig zahlt sich die Hessenkasse für die Kommunen und damit für die Menschen in Hessen aus. Durch die vollständige Ablösung der Kassenkredite wird das Ihnen anhafte Zinsänderungsrisiko vollkommen für die Kommunalhaushalte beseitigt. Ein sehr wichtiger Punkt. Mehrausgaben, die durch mögliche Zinsanstiege dann einhergehen würden, werden somit für die Zukunft vermieden. Mit dem Blick auf die vergangenen Jahre lassen sich insgesamt zahlreiche positive Veränderungen ausmachen. Die negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich gleichermaßen auf die Kommunal- wie auch die Landesfinanzen erstreckten, wurden gemeinsam erfolgreich überwunden. Dabei haben Kommunen und Land partnerschaftlich ihren Anteil daran. Lassen Sie mich erwähnen, der Finanzierungsüberschuss der hessischen Kommunen lag im Jahre 2017 bei rund 880 Millionen € und im Jahr 2018 bei rund 820 Millionen €. Der weit überwiegende Teil der Kommunen, rund 97 %, ist derzeit in der Lage, seinen Haushalt auszugleichen, und das trotz der vielfältigen Herausforderungen, denen sich die Kommunen ebenso wie das Land stellen mussten und müssen. Daran können Sie erkennen, wie zukunftsgerichtete, erfolgreiche Finanzpolitik im Lande Hessen aussieht. Insgesamt kann man sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, unseren Kommunen in Hessen geht es also insgesamt gut. Natürlich dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass es auch Unterschiede gibt und dass sich mit dem Blick auf die Finanzierungssalden wie die Einnahmesituation sicher auch differenzierte Bilder ergeben, da die regionalen oder lokalen Gegebenheiten unterschiedlich ausgeprägt sind. Aber eben um diese Unterschiede auszugleichen bzw. zu minimieren, haben wir das Programm Starke Heimat Hessen aufgelegt. Das Land Hessen sieht sich als Partner der Kommunen
Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden alle Kommunen von unserem Vorhaben zunächst schriftlich informiert und haben die Gelegenheit, auf Regionalkonferenzen auch ihre Meinungen, Ansichten, Kritik oder auch Verbesserungsvorschläge zu äußern und einzubringen. Wir sind überzeugt davon, dass unser Gesetzentwurf eine hervorragende Grundlage für eine weitere positive Entwicklung der Kommunen ist, sind aber auch für Verbesserungen und Anregungen offen, die sich im Rahmen des Anhörungsverfahrens vielleicht ergeben werden. Ich betone zum Abschluss noch einmal die wesentlichen Punkte. Wir haben mit diesem Gesetzentwurf solidarisch die Interessen aller Kommunen im Blick. Jede Kommune erhält mehr finanzielle Mittel als noch im vergangenen Jahr, und die Verbesserungen belaufen sich auf insgesamt über 1 Milliarde €. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies ist ein gutes Gesetz. Ich freue mich auf die gemeinsamen Beratungen jetzt in der Folge und dann in den weiteren Lesungen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Reul. Damit ist das Gesetz eingebracht. Und ich darf als nächstem Redner das Wort erteilen, dem Kollegen Dr. Jörg Uwe Hahn für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Tja, die Gewerbesteuerumlage. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sich dieses Haus damit beschäftigt. Es ist auch nicht das erste Mal, dass über die Verwendung der Gewerbesteuerumlage sich dieses Haus beschäftigt, sondern wir hatten das schon einmal bei der Hessenkasse. Ich will nur die verehrten Kolleginnen und Kollegen daran erinnern, weil man vergisst es ja so schnell, und man sollte es ja auch ganz schnell vergessen, dass der Finanzminister in den ersten Vorlagen zur Gegenfinanzierung, Refinanzierung, nennen Sie es gerade, wie Sie es wollen, zur Finanzierung der Hessenkasse, eines Teiles der Hessenkasse, die Gewerbesteuerumlage herinne hatte, mit damals knapp 400 Millionen €. Es war die Opposition, lieber Staatsminister Dr. Schäfer, und es waren die Kommunalen Spitzenverbände, lieber Finanzminister Dr. Schäfer, die Sie dazu bewogen haben, davon Abstand zu nehmen, dass die Gewerbesteuerumlage gebraucht wird zur Finanzierung, zu einer Teilfinanzierung, ich bemühe mich, richtig objektiv zu sein, zu nutzen. Das war ein Erfolg der kommunalen Familie und der Opposition. So, jetzt haben wir vorliegen einen Gesetzentwurf von den Regierungsfraktionen und natürlich dann auch der dahinterstehenden Regierung oder der Regierung und der dahinterstehenden Regierungsfraktionen. Ich weiß es auch nicht so genau mit dem Henne und mit dem Ei, aber als Hahn muss man das ja auch nicht wissen. Indem es jetzt wieder um die Gewerbesteuerumlage geht. Ich neige ja nicht so sehr zum Dozieren, aber auch, das war mir klar, dass das mein Kollege Kaufmann sagt. Ich habe auch darauf gewartet. Also ich habe hier Kaufmann stehen, also fast. Wir kennen uns. Jetzt aber zum Ernst der Lage. Die Gewerbesteuerumlage ist eingeführt worden. Das hat Kollege Reul zwar schon gesagt, aber doch sehr verschämt, zur Mitfinanzierung der Deutschen Einheit durch die Kommunen in Hessen oder durch die Kommunen in Deutschland. Es wurde also damals, zu Beginn der 90er Jahre, Geld genommen, das ausschließlich den Kommunen zustand, um mitzuhelfen, die deutsche Einheit zu finanzieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, dass wir Freie Demokraten schon seit Jahren sagen, dass diese Umlagen, schöne Grüße an den Soli, endlich abgeschafft gehören und dass sie auch in unseren Augen jedenfalls ab nächsten Jahr verfassungswidrig sind. Aber bei der Gewerbesteuerumlage müssen wir das nicht diskutieren, weil sie wird ja zum Ende des Jahres bundesweit abgeschafft. So, und jetzt kommt unser Freund, der Robin Hood. Er kommt. Ja, der hat sich auch schon als eierlegende Wollmilchsau in seinen eigenen Kanälen feiern lassen. Jetzt kommt er und sagt, oder zunächst hat das der Kollege Reul gesagt, aber Thomas Schäfer wird es gleich bestimmt auch noch einmal sagen,
Nehmt den Reichen, gebt den Armen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat nichts, lieber Michael Reul, mit Solidarität zu tun. Wenn es der Regierungsfraktionen und der Regierung gegangen wäre um Solidarität, dann hättet ihr das selber bezahlt, aus eurem Geld bezahlt. Das ist solidarisch. Wenn die Aufgaben, die man als ganz besonders wichtig definiert, dass die dann auch von dem Landeshaushalt bezahlt werden und nicht schon wieder mit kommunalem Geld, was eigentlich seit 1990 zu Recht den Kommunen weggenommen worden ist, aber jetzt den Kommunen zu 100% und nicht zu 25% zusteht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verstehe unter Solidarität etwas anderes, aber ganz offensichtlich stimmt das Bild ja, und ich bin ganz dankbar, dass das der ein oder andere Journalist auch aufgenommen hat, weil es so deutlich macht, wie hier Politik gemacht wird. Das Land Hessen ist mal wieder dabei, den Kommunen ein Schwein zu klauen und ihm daher zwei Schnitzel zurückzugeben. Das ist ein blöder Deal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein ganz, ganz blöder Deal. Und aus diesem Grunde sind wir dagegen. Letzte Bemerkung, lieber Kollege Michael Reul. Wenn das ja alles so klasse wäre, wie Sie das gerade vorgetragen haben, wenn das ja ein Geschenk an die Kommunen des Landes Hessen wäre, dann erklären Sie mir bitte eines. Der Präsident des Städtetages, Ihr Parteifreund, der Bürgermeister der Stadt Frankfurt, Herr Becker, unisono mit dem Präsidenten des Städte- und Gemeindebundes und seinem Hauptgeschäftsführer, Herr Dr. Stehr, Herr Dr. Stör und Herr Schelske, haben sich dagegen ausgesprochen. Ich habe irgendwie nicht gespürt an dem Abend, als das von Ihnen bekannt gegeben worden ist und ich neben meinem Bürgermeister Thomas Stör saß bei einer Besprechung, dass der sich gefreut hat. Ich hatte nicht das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass der sich gerade überlegt, wie kriege ich das als strammer CDU-Mann gebacken, meinen eigenen Finanzminister, den ich auch persönlich schon lange kenne, nicht öffentlich vorzuführen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie doch bitte auf, uns zu verhohnepiepeln. Es gibt einige Bürgermeister von kleinen Kommunen, die ich unserem Presseverteiler entnehmen konnte, die das irgendwie gut finden. Das kann ich sogar verstehen, wenn ich die Liste sehe, die der Städte- und Gemeindebund gemacht hat. Aber wenn sowohl der Städtetag durch einen CDU-Mann wie auch der Städte- und Gemeindebund durch einen CDU-Mann Bedenken äußert, dann frage ich mich allen Ernstes, ist das wirklich so klug, was Sie da vorlegen? Und ich komme zu dem Ergebnis, nein, es ist nicht klug. Und damit die GRÜNEN nicht ganz ungeschoren aus dieser Debatte herauskommen, ich habe heute schon Zeitung gelesen. Ich weiß nicht, wer das alle noch nicht gemacht hat. Jedenfalls gibt es dort einen Artikel, das glaubt man erst gar nicht. Überschrift ist klasse, wenig Zustimmung für Al-Wazir. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern dann wird der Friedrichsdorfer Bürgermeister Horst Burkhardt gefragt. Er wurde zunächst gefragt zu dem, ich nenne das immer Frankfurter Kranz, ich finde das schöner als Frankfurter Ring oder wie auch immer das Ding heißt. Bogen, Entschuldigung, ich will es gar nicht lernen. Für mich bleibt das der Frankfurter Kranz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und dann wird er gefragt, und dann sagt er erst, dass er das vom Grundsatz her ganz gut findet, und dann, Zitat aus der FAZ von heute, mit jeder Aktion wie der neuen Heimatumlage verlieren wir Geld, das wir für die Infrastruktur brauchen. Nicht nur für den Bau der Kindertagesstätten seien Mittel nötig, sondern auch für deren Betrieb. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein grüner, direkt gewählter Bürgermeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch er hat recht. Das Geld gehört den Kommunen. Und wir sind so selbstbewusst zu sagen, unsere Kommunen sind selbstbewusst und wissen, was sie mit ihrem Geld auch wirklich zu tun haben und nicht die Landesregierung wieder mit irgendwelchen Fingern dazwischen ist. Ziehen Sie den Antrag zurück. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Hahn. Mit einer Kurzintervention zu Wort gemeldet hat sich der Kollege Michael Reul. 2 Minuten Redezeit.
Lieber Kollege Hahn, das Beispiel des Schweines, das reizt mich natürlich, auch noch einmal darauf einzugehen. Sie sagen immer, es wird ein Schwein weggenommen, ein Schnitzel wird verteilt. Oder zwei, meinetwegen auch zwei Schnitzel. Vielleicht ganz einfach mal kurz dieses Bild aufgreifend. Ein Schwein besteht ja nicht nur aus Schnitzeln, sondern auch aus anderen Komponenten. Braten, Haxe, Gulasch und so weiter. Und die Kommunen erhalten aber natürlich das komplette Schwein zurück. Und eben nicht als Ganzes, sondern in anderen Bestandteilen. Und in Ihrem Bild gesprochen, Sie haben insgesamt ein halbes Schwein zur freien Verfügung. Und Sie können mir glauben, daraus kann man verdammt viele Schnitzel machen. Aber lieber Herr Kollege, zu dem Vorwurf der einzelnen Zahlen. Ich glaube, da stochern Sie natürlich schon ein bisschen im Nebel herum. Sonst warten Sie doch erst einmal ab, bis die Zahlen endgültig vorliegen. Und dann können wir vergleichen. Und dann können wir gemeinsam diskutieren und die Zahlen auch bewerten. Sie wissen ganz einfach, 25% der Gewerbesteuerumlage bleiben direkt bei den Kommunen. 25% kommen über den kommunalen Finanzausgleich. Und die restlichen 50%, da warten wir einmal die genauen Berechnungen ab. Und ich wage die These, dass die Mehrzahl der Kommunen danach mehr haben wird als weniger. Deshalb ein komplettes Schwein kriegen die Kommunen auch wieder zurück in verschiedenen Komponenten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Reul. Es ist ein bisschen, finde ich, kritisch, dass wir so kurz vor der Mittagspause, wo alle hier hungern, sitzen, über Gulasch, Schnitzel, Hähnchen, was auch immer reden. Meine Frage ist, Herr Kollege Hahn möchte nicht. Herr Kollege Hahn möchte nicht reagieren. Deswegen darf ich jetzt den nächsten Redner aufrufen. Das ist der Kollege Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Auch für Sie selbstverständlich 10 Minuten Redezeit. Bitte schön. Keine Schweinereien. Okay. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Bild von dem Schwein, das regt ja dann doch noch einmal an, irgendwie es ein bisschen weiterzutragen. Weil das Problem, Herr Kollege Reul, ist doch, dass Sie eben nicht das Schwein den Kommunen so, wie es ist, zurückgeben, sondern dass Sie es zerteilen und dann den Kommunen sagen, in welcher Form sie es denn dann futtern sollen. Das ist, glaube ich, das Problem mit dem Schwein. Und ich finde, wenn Sie schon so große Worte wie Solidarität hier in den Mund nehmen und ja, man sogar, der Kollege Hahn sogar auf die Assoziation kommt, das sei ja Robin Hood-artiges Verhalten, könnte man denken, dann finde ich, sollten Sie doch sich lieber einmal das Prinzip zu eigen machen, wenn es denn so ist, dass Sie sich Sorgen machen um steuerschwache Kommunen, um gewerbesteuerschwache Kommunen. Dann, finde ich, sollten Sie nicht das Geld, das den Kommunen ohnehin zusteht, selber verteilen, sondern Sie sollten gewerbesteuerschwache Kommunen endlich finanziell besser ausstatten. Das wäre die richtige Herangehensweise. Ich will aber noch ein, zwei andere Aspekte, die in der Debatte bisher noch nicht so im Mittelpunkt standen, hier beleuchten. Zum einen wundert mich das doch, dass jetzt die Landesregierung über die regierungstragenden Fraktionen ein weiteres Sonderprogramm für die hessischen Kommunen in den Landtag einbringt. Und das, obwohl Sie uns doch eigentlich bekanntlich Woche für Woche erklären, wie angeblich hervorragend die Kommunen finanziell ausgestattet werden. Und da muss man Ihnen doch einmal die Frage stellen, wenn die Kommunen angeblich finanziell so gut ausgestattet sein sollen, ja, warum brauchen Sie denn dann Plenarwoche für Plenarwoche ein vermeintlich hervorragendes Sonderprogramm eines nach dem anderen? Das müssen Sie uns doch einmal erklären. Und ich kann Ihnen auch die Antwort geben, weil Sie eben die Kommunen nicht finanziell ausreichend ausstatten, um ihre Aufgaben zu erfüllen, und deswegen immer einmal nach Kassenlage hier oder da den Kommunen etwas zustecken. Ich finde, das hat auch nichts mit Partnerschaft zu tun, das hat nichts mit Solidarität zu tun, sondern das ist Geldverteilung nach Gutsherrenart, und das ist so nicht in Ordnung, liebe Kollegen. Und da ist man sehr schnell auch bei dem Bild, wie das so ist mit Eltern, die dann vielleicht einem kleinen Kind das Geld zustecken und sagen, sollst das Geld jetzt auch nicht ganz frei so ausgeben, wofür du es möchtest, aber da es ja warm ist, es ist Sommer, kauf dir doch einmal ein Eis.
So verfahren Sie wie Eltern, die einem Kind etwas zustecken. Der Unterschied ist nur, die Kommunen merken das, dass sie von ihnen wie kleine Kinder behandelt werden und finden es deswegen auch völlig unangemessen, die kommunale Selbstverwaltung so zu beschneiden, wie Sie es ja auch an vielen Stellen deutlich gemacht haben. Was die Kommunen aus unserer Sicht wirklich brauchen, das ist nicht Kleingeld für ein Eis, sondern das sind die notwendigen Beträge für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, für kommunale Aufgaben, für soziales Wohnen, öffentlichen Nahverkehr und vor allem auch Investitionen in die moderne Bildungsinfrastruktur. Und wie Sie dieses Geld ausgeben wollen, das, finde ich, sollten die Kommunen besser selbst entscheiden. Dafür brauchen Sie keine Landesregierung, die Ihnen das vorschreibt. Also, aus Ihrem Gesetzentwurf trieft, das muss man so sagen, fast in jeder Zeile großes Misstrauen gegenüber den kommunalpolitischen Verantwortlichen. Oder warum wollen Sie nicht die 400 Millionen, die ja den Kommunen, das ist hier schon oft gesagt worden, zur Hälfte selbst gehören, dass die Sie selber verteilen? Und vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass Sie ja möglichst in schneller Eile das Gesetz über die Bühne bringen wollen, weil Sie nämlich schon jetzt merken, dass die kommunalen Spitzenverbände mit diesem Gesetzentwurf nicht besonders einverstanden sind. Ich möchte meinen CDU-Kollegen hier zitieren, nämlich den Frankfurter Kämmerer der CDU, Herrn Becker, der erklärte für den Städtetag, Zitat, wenn der Finanzminister unsere hessische Heimat stärken will, so muss er dies mit eigenen Mitteln aus seinem Landeshaushalt tun. Der Griff in die städtischen Kassen ist der falsche Weg. Hier wird kommunales Geld schlicht umetikettiert. Ich finde, Herr Becker hat völlig recht. Und dann gibt es ja auch noch verfassungsrechtliche Bedenken. Der Gemeindebund hat sich entsprechend geäußert, es sei nicht geklärt, ob das Land überhaupt die Gewerbesteuerumlage regeln dürfe. Und deswegen, die Landesregierung will 400 Millionen kommunales Geld, das aus dem Auslaufen der Gewerbesteuerumlage kommt, neu verteilen. Es ist unstrittig, dieses Geld steht den Kommunen zu. Es bleibt die Frage, wer soll es verteilen? Und da ist diese Landesregierung eben so, wie sie ist. Sie will es nämlich den Kommunen vorschreiben. Sie will wie in der Vergangenheit nicht als Partner agieren, sondern von oben herab. Und deswegen schreiben Sie den Kommunen vor, dass von dem Geld Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden sollen, obwohl klar ist, dass der Unterricht, also die Lehrkräfte, eigentlich Landesaufgabe ist. Also hier gibt es auch noch einmal Abgrenzungsbedarf. Sie erkennen wenigstens an, dass Lehrerinnen und Lehrer mit Verwaltungsaufgaben überlastet sind, dass sich das auf den Unterricht auswirkt. Das ist ja zumindest eine Kleinigkeit, die man aus dieser Debatte schon einmal mitnehmen kann. Sie versprechen dann mit Ihrem Programm etwas, was auch gar nicht im Gesetz steht. Und da kommen wir zu einem sehr problematischen Punkt. Denn Sie sehen im Gesetz lediglich vor, dass die Kommunen Zuweisungen aus dem KFA für die angesprochenen Verwaltungskräfte bekommen können. Genauso wie auch nur die Mittel zur Digitalisierung als Kann-Bestimmung geregelt werden. Vollkommen unklar ist deswegen, ob mit diesen Mitteln und wie mit diesen Mitteln dauerhaft umgegangen werden soll. Mittel, die nämlich zunächst im Landeshaushalt landen. Hierüber entscheidet der Gesetzgeber, der Hessische Landtag, jedes Jahr dann neu. Und deswegen besteht die große Gefahr, dass die Landesregierung, wenn der Moment kommt, wo die Einnahmen nicht mehr so sprudeln, genau hier den Rotstift ansetzen wird und diese Gelder den Kommunen vorenthalten wird. Das ist die Gefahr, meine Damen und Herren. Und der Witz ist ja, Sie sprechen hier von einem Programm. Aber ein Programm ist ja selten auch auf Dauer angelegt. Auch das, finde ich, regt zum Nachdenken an. Also, wir wissen nicht, ob die Mittel dauerhaft den Kommunen zur Verfügung gestellt wird. Das ist ein großes Problem. Hier geht es anscheinend darum, dass der Finanzminister sich einen Sonderposten im Haushalt schafft, über den er dann verfügen kann, wie über alle anderen Haushaltsmittel auch. Deswegen ist dieses Programm auch kein Programm Starke Heimat Hessen, sondern vor allem ein Programm Volle Kasse Thomas Schäfer. So erklärt sich auch die Eile bei dem Gesetz. Darauf habe ich hingewiesen. Und deswegen will ich zum Schluss erneut sagen, wenn Sie das Schwein der Kommunen schon selber den Kommunen überreichen wollen,
dann entscheiden Sie nicht darüber, in welcher Form und in welcher Art und Weise, sondern geben Sie den Kommunen das, was ihnen zusteht. Und wenn Sie sich sorgen, dass die Kommunen zu wenig Schweine haben, nämlich zu wenig zu essen, dann statten Sie sie mit eigenen Mitteln besser auf. Sorgen Sie für mehr Schweine für die Kommunen in Hessen. Die können es gut gebrauchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Als nächster Kollege Gagel für die Fraktion der AfD. Auch Sie haben 10 Minuten. Bisher hat sie keiner verbraucht. Das würde ich Ihnen zeigen. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete! Wenn die CDU und die GRÜNEN in ihrem Koalitionsvertrag unterstellen, dass aus der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Aufgabenbewältigung ihres Regierungsprogramms Mittel in Höhe von 425 Millionen € in 2020, 435 Millionen € in 2021 sowie 440 Millionen € in 2022 zur Verfügung stehen, dann ist das schlicht eine Mogelpackung. Denn das Geld steht eigentlich nicht zur Verfügung. Die erhöhte Gewerbesteuerumlage, wie das hier schon erwähnt wurde, wird ab dem 1. Januar 2020 nicht mehr verfügbar sein, weil das Gesetz zur Umsetzung des föderalen Konsolidierungsprogramms befristet ist und mit dem Solidarpaktförderungsgesetz Ende 2019 ausläuft. Das wurde auch schon erwähnt. Anzuerkennen, dass der Solidarpakt immer befristet war und zeitlich befristete Steuereinnahmen zur Finanzierung der deutschen Einheit konsequenterweise wieder an den Bürger oder an die Kommunen zurückgegeben werden müssen, fällt dieser Regierungskoalition offensichtlich schwer. Nein, es ist vielmehr so, laut Ihrem Gesetzesvorhaben soll dem Bürger fast nichts zurückgegeben werden. Die Unternehmen sollen steuerlich nicht etwa entlastet, sondern weiter mit Höchststeuersätzen abgeschreckt werden. Und die Kommunen sollen nicht die Steuerhoheit über ihre Gewerbesteuer und Hebesätze zurückerlangen, was bis zur deutschen Einheit der Fall war. Ihr Gesetzesvorschlag mit dem schönen Titel Starke Heimat Hessen ist eine Mogelpackung, weil er die Kommunen zwingt, eine durch ein Bundesgesetz veranlagte Sonderumlage in Höhe von jährlich über 400 Millionen €, die im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Mitteldeutschlands eingeführt worden war, in den nächsten Jahren in anderer Form weiter an das Land Hessen abzuführen. Warum geben Sie den Kommunen nicht ihre vollumfängliche Entscheidungshoheit über die Gewerbesteuer zurück und verzichten auf ein Anschlussgesetz? Ihre Gesetzesvorlage verletzt sowohl das Subsidiaritäts- sowie das Konnexitätsprinzip im Verhältnis der Landesregierung zu den hessischen Kommunen. Es ist ein schwerer Eingriff in die Autonomie der hessischen Kommunen, der Selbstverwaltung, der dazu noch verfassungsrechtlich auf tönernen Füßen steht. Subsidiarität, Konnexitätsprinzip und Föderalismus, meine Damen und Herren, sind zentrale Elemente unserer Demokratie im Sinne unseres Grundgesetzes. Das scheint Ihnen, meine Damen und Herren von CDU und GRÜNEN, aber nicht so wichtig zu sein. Ohne Ihr so empathisch klingendes Gewerbesteuerumverteilungsgesetz hätten viele Kommunen die Möglichkeit, durch autonom gestaltete Gewerbesteuern, z.B. die Grundsteuer und damit in Folge ab 2020 die Mietnebenkosten zu senken. Sie nehmen mit Ihrem Gesetzesvorschlag den Kommunen den Gestaltungsspielraum für eine den örtlichen Bedingungen angepasste kommunale Steuerpolitik. Sie wollen den Kommunen vorschreiben, wofür sie ihr Geld auszugeben haben. Sie reden von bezahlbarem Wohnen, nehmen aber den Kommunen die einzigste Stellschraube, Wohnen durch Senkung der Grundsteuer wirklich wieder günstiger zu gestalten. Und exakt dort, wo die finanzstärksten Kommunen mit den höchsten Gewerbesteuereinnahmen sind, dort sind auch die Mieten und die Mietnebenkosten, nicht selten auch die Grundsteuer mit am höchsten. Genauso gravierend ist die investitionspolitische Signalwirkung Ihrer Gesetzesvorlage, und zwar im negativen Sinne. Die steuerliche Belastung der Unternehmen ist in einigen Regionen Hessens heute so groß, dass Unternehmen abwandern in einen anderen Kreis, in ein anderes Bundesland oder gar ins Ausland.
Diesen Trend gilt es umzukehren, sehr verehrte Damen und Herren. Sonst wird die im Gesetzestitel stilisierte starke Heimat Hessen sehr schnell zum schwachen Investitionsland Hessen. Das gilt auch für die Kommunen selbst. Nirgendwo in Deutschland ist die Investitionslücke, also das Verhältnis von Investitionsausgaben der Kommunen und Gewerbesteuereinnahmen auf Gemeindeebene so groß wie in Hessen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein schönes Bild. Das ist eine Studie vom Institut für Wirtschaftsforschung in ihrer Studie von 2018, Bild von 2017. Das zeigt das Verhältnis von Gewerbesteuereinnahmen und kommunalen Investitionen. Und daran sehen Sie, gut, dann sage ich es Ihnen, in Hessen werden nur 47% der kommunalen Gewerbesteuereinnahmen tatsächlich auch für kommunale Investitionen ausgegeben. 53% wandern in andere Zwecke. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik, und mit Ihrem Gesetz wollen Sie diesen Zustand zementieren. Wir treten für ein starkes Hessen ein, meine Damen und Herren, das für inländische und ausländische Investoren attraktiv bleibt und durch steuerliche Anreize neue Unternehmensansiedlungen nach Hessen bringen soll. Und wir wollen den Kommunen ihren Gestaltungsspielraum entsprechend des Subsidiaritätsgedankens erhalten. Alle Vorteile des Industriestandorts Hessen werden durch Ihre fehlgeleitete Steuerpolitik, wie dieses Gesetz nur allzu gut illustriert, vernichtet und ins Gegenteil verkehrt. Sie vernichten Arbeitsplätze in Hessen und gefährden den Wohlstand Hessens und schreiben auch noch ein irreführendes Etikett mit dem Namen starke Heimat Hessen drauf. Und das alles, meine Damen und Herren, planen Sie in Zeiten von Nullzinspolitik, einer sich abschwächenden Konjunktur, einer immer geringeren Investitionstätigkeit sowohl ausländischer wie inländischer Unternehmen in den Wirtschaftsstandort Hessen. Steuersenkungsspielräume sind auch immer Spielräume kommunaler Wirtschaftspolitik. Damit nehmen Sie sowohl den finanzstarken Kommunen als auch dem ländlichen Raum die Spielräume, die sie für ihre Entwicklung eigentlich dringend bräuchten. Wenn Sie den Städten und Gemeinden den Gestaltungsspielraum für ihre Unternehmenssteuern nicht zurückgeben wollen, sondern wieder zentral planen und bürokratische Genehmigungsverfahren wie im Gesetz angedacht vorschreiben, werden Sie das Gegenteil erreichen und auch obendrein noch den ländlichen Raum schwächen. Ihr Gesetzentwurf ist ein trojanisches Pferd, meine Damen und Herren. Ich hoffe, das erkennen auch wenigstens einige Kollegen aus der CDU-Fraktion. Die CDU stellt ja bekanntlich viele Bürgermeister in Hessen. Und ich bin mal gespannt, ja, das wird wahrscheinlich nicht mehr lang so sein, denn die Wähler werden es abstrafen. Denn ich bin wirklich mal gespannt, was Ihre Bürgermeister zu Ihrem Gesetz sagen. Denn mit Sicherheit, und das wurde hier schon erwähnt, sind Ihre eigenen Bürgermeister, die im Städte- und Gemeindetag sitzen, diesem Gesetz stehen da sehr kritisch gegenüber. Und ich kann nur an die Abgeordneten der CDU-Fraktion appellieren, dem eigenen Gesetz hier nicht zuzustimmen. Sie wollen also zu den 6 bereits bestehenden Umlagen eine 7. einführen. Diese Umlage soll wieder an die Kommunen verteilt werden, allerdings unter den Bedingungen einer politischen Agenda. So heißt es in Ihrem Gesetzentwurf, dass damit Kinderbetreuung oder Digitalisierung finanziert werden soll. Das schreiben Sie vor. Aber warum nicht auch kaputte Gemeindestraßen, Herr Bellino? Oder warum nicht auch marode Schulgebäude, Herr Wagner? Oder warum nicht die Abschaffung der Straßenbeiträge, Herr Bellino? Ja, da kommen Sie schon schwer ins Stocken. Ja. Oder warum nicht, wie ich bereits erwähnt habe, den Bürgern und Unternehmen dies in Form von Steuersenkungen zurückgeben? Das wäre doch auch mal eine Idee. Was Sie wollen, und deswegen ist es ja so dreist, Sie wollen mit dem Geld der Kommunen die politischen Ziele
Ihres Koalitionsvertrags umsetzen. Denn siehe da, Sie haben es ja dankenswerterweise auch in Ihre Begründung zum Gesetzesantrag reingeschrieben, dort stehen die politischen Ziele ja drin, die fünf, die Sie nennen. Aber die Kommunen dafür bluten zu lassen, die politischen Ziele der schwarz-grünen Landesregierung umzusetzen, ist im höchsten Maße bedenklich. Es widerspricht Grundprinzipien unserer Demokratie bezüglich des Konnexivitätsprinzips. Außerdem, meine Damen und Herren, müssen ja nun die Kommunen wieder Förderanträge beim Land stellen und sind dort Bittsteller. Und die Landesregierung kann sich dann wieder selbst loben, wenn sie durchs Land zieht und sagt, wir können wieder ein Etikett starke Heimat Hessen auf eine Kindertagesstätte draufkleben. Und das ist Etikettenschwindel, meine Damen und Herren. Herr Gagel, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja. Noch zwei Sätze. Mehr Bürokratie, meine Damen und Herren, mehr Zeitaufwand und mehr Verwaltung sind genau das, was dieses Land nicht braucht. Subsidiarität, Konnexivität und Föderalismus sind Grundgedanken unserer Demokratie. Daher ist der vorliegende Gesetzentwurf ein trojanisches Pferd. Wir werden diesen Gesetzentwurf ablehnen. Danke schön.